Seid gegrüßt und willkommen zur neuen KW. Einen wunderschönen Sonntag miteinander, geliebte Brüder und Schwestern. Ganz am Anfang dieses Videos möchte ich direkt mal hier eine Verlosung bzw. ein Gewinnspiel announcen. Und zwar müsst ihr einfach einen Kommentar hier schreiben. Ihr könnt auch mehrere schreiben, aber übertreibt sie, sonst kommt das in den Spam-Filter. Und da drin muss auf jeden Fall euer Instagram-Name und oder euer Twitter-Name enthalten sein, damit ich dann dem Gewinner direkt eine Nachricht schreiben kann. Bei YouTube geht das halt nicht. Was ihr schreibt, ist mir ehrlich gesagt scheißegal, aber ihr könnt auf jeden Fall die Urgi-Box gewinnen, die ja, am Freitag rauskam. Unboxing habe ich schon hochgeladen gestern. Viel Spaß dabei und viel Glück. Ich habe auch die Box im Album nochmal verlinkt, unterstützt den guten Mann. Bam, bam, bam. Am 3.3.2021 hat sich ein Ereignis gejährt, an das ich wirklich ungern zurückdenken möchte. Könnt ihr euch erinnern? Na? Hm? Jetzt. Habt das aber, oder? Ich wurde bei YouTube gebannt. Junge, so lange ist es her. Seit Anfang November bin ich wieder aktiv bei YouTube. Nachdem die erste Gerichtsentscheidung für mich positiv ausfiel, in 5 Wochen kommt die zweite Runde. YouTube ist natürlich in Berufung gegangen und ließ das Ganze nicht auf sich sitzen. Ich bin schon wieder ein bisschen aufgeregt. Umso näher das rückt, umso schwitziger werden meine Hände, Alter. Drückt mir bitte die Daumen. Die Därme. Der Beef zwischen Flying Uwe und Kevin Wolter hat die Woche ganz schön die Gemüter in der Fitness-Pumper, wie auch immer, Szene erhitzt. Und ich habe mir das wirklich alles angeschaut, aber Alter, ist das denn immer dasselbe? Das ist ja genau derselbe Kindergarten wie bei Zig Plus und Tim Gabel, InScope. Es unterhält zwar, aber was ist denn mit den Leuten los? Kann man denn hier einfach mal gerade durchs Leben gehen, ehrlich sein, ordentlich miteinander reden und so? Es ist mir ehrlich gesagt scheißegal, wer am Recht ist. Ich finde es einfach immer nur schade. Ihr wollt unbedingt meine Meinung dazu hören. Ja, habt ihr sie. Gratulation an KuchenTV zum Knacken der 1 Million Abonnenten und im gleichen Satz jetzt noch Mr. Pyro Manager zu gratulieren, dass er auf Twitch entbannt wurde. Begrenzt ein Blasphemie, aber ja, es ist auf jeden Fall angebracht. Ich selbst war eine Woche lang gebannt, weil ich irgendwie Hass und Hetze verbreitet habe, wie auch immer. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es war. Auf jeden Fall werde ich mir jetzt etwas mehr zurückhalten müssen. Ich habe hier und da mal ein bisschen zu viel abgelassen, keine Frage, gebe ich offen zu. Eine Woche hatte ich jetzt Urlaub. Das Problem ist, dass auch innerhalb dieser Woche Vodafone, Hashtag Vodahone, eingeschissen hat und zwar richtig mies. Ich habe auch schon nachgeschaut im Internet bei Vodafone auf der Webseite. Es ist hier eine riesengroße Störung. Es sogar steht Totalausfall im Internet. Totalausfall, Alter, krass. Also Totalausfall ist nicht. Ich kann Videos hochladen, Videos schauen etc. Das Problem ist, dass so alle 10 bis 20 Minuten in so unregelmäßigen Abständen extreme Ausfälle kommen. Also wirklich 100%iger Ausfall. Ich kann auch nicht zocken oder so, wenn ich irgendwie eine Runde Warzone spiele. Mittendrin fliege ich einfach ins Spiel oder werde gekillt, weil einfach komplett Verbindung weg ist. Wenn ich Streams schaue, bricht es ständig ab und logischerweise kann man so auch nicht live streamen. Ich würde gerne mein Handy als Hotspot nutzen oder ähnliche Alternativen, aber das Handynetz ist momentan auch komplett am Arsch. Deswegen kann ich auch nicht EAL streamen, ist leider undenkbar. Montag wird direkt angerufen und ich hoffe, das Problem wird schnell gelöst, weil ich will endlich wieder streamen, Alter. 1,5 Wochen jetzt schon nicht gestreamt, das geht mir auf den Sack. Die Pakete wachsen mir über den Kopf hinaus. Es gibt jemanden, der noch viel länger Twitch-Urlaub hat und zwar für immer, wie es scheint, und das ist der gute Muiz. Ich glaube, das ist, weil Marc Gebauer ihm ein Video, wo Karl S. Oberkörperfrei war, vorgeschlagen hat, worauf ganz, ganz viele andere Streamer schon reagiert haben. Und da hat es keine Konsequenzen gegeben. Ja, bei ihm hat es jetzt zum Permaban geführt. Twitch wollte offensichtlich Mois aber auch nicht auf der Plattform haben. Und die haben immer und immer wieder einen neuen Grund gefunden. So, das war's jetzt. Rest in Peace, Bratan. Ihr habt mich zahlreich gefragt, ob man dieses T-Shirt hier kaufen kann, das von jedem Tag. Und die Antwort lautet nein. Das hat mir ein Zuschauer geschickt. Und wenn man ganz genau hinschaut hier, in dem Aufdruck hinten, sieht man auch, dass hier Hirn und Schwanz steht. Geil Design auf jeden Fall. Dieses Easter Egg habe ich auch erst relativ spät entdeckt. Ja. Jeden Tag. Erstens, bitte sponsern Sie mich und zweitens, bitte bringen Sie diese T-Shirts auf den Markt. Danke. Wann gibt es mal eine Room-Tour von mir? Ich möchte auf jeden Fall 2 Videos dieser Art machen. Einmal mein Stream-Setup mit allem drum und dran erklären, auch in die Tiefe gehen bei dem Ganzen. Und natürlich auch eine Room-Tour, Equipment-Tour und so weiter.
Das kommt alles, aber erstmal wie ich die ganzen Pakete, die bei mir rumstehen, ausgepackt haben, damit ich die Wohnung auch vorzeigen kann, weil so kann man hier nie aufräumen. Das sieht halt aus wie unter aller Kanone. Wird aber auf jeden Fall in der nächsten Zeit sehr, sehr zeitnah geschehen. Die meisten Fragen, die ich bei Instagram von euch gestellt bekommen habe, waren wirklich bezogen auf das Thema Verstopfung, Havarie im Hotel etc. Ihr macht mich wirklich wahnsinnig. Ich möchte euch erstmal für dieses enorm geile Feedback danken. Bei der Premiere des Finales, also des vierten Teils, waren einfach 4.800 Leute gleichzeitig dabei. 4.800, das ist krass. Also das ist Platz 3, was die Zuschauerrekorde angeht. Also von mir, unter anderem, wo ich daran beteiligt war. Platz 1 ist hier der Endstream gewesen, da waren ja 8.900 oder so. Dann, wo ich mir die Glatze machen ließ damals, wo ich die 600 Euro bekommen habe. Junge, das ist auch geisteskrank, Alter. Da hatte ich, glaube ich, 5.500 Zuschauer und jetzt 4.800 mit dieser kranke Scheiße. Das ist, man merkt auf jeden Fall, was euch gefällt. Ihr kranken, kranken Schweine. Und was ihr euch am meisten gefragt habt, ist, wie viel hat der Klempner-Einsatz gekostet? Und die Antwort ist vielleicht verblüffend, aber auch einfach. Nichts. Was folgt als nächstes nach dieser Toilettensaga? Ist auf jeden Fall schwer, sich zu übertreffen. Aber wir werden demnächst wandern gehen und ich weiß nicht, ob man es hier erkennen kann, aber ich habe wirklich sehr, sehr viel Schnaps. Und ich habe auch gehört, dass das Glockenspiel bald wieder eröffnet. Ich freue mich auf den Sommer. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich melde mich wegen Ihrer eBay-Kleinanzeige des Fahrrades. Ja. Schön. Guten Tag. Mein Name ist Jens Spahn. Ist das gute Stück noch zu haben? Das gute Stück ist noch zu haben, ja. Ausgezeichnet. Sind Sie denn auch schon geimpft? Nein. Haben Sie das in nächster Zeit vor? Weil vorher würde ich das Fahrrad ungern erwerben wollen. Das wird so nicht möglich sein, weil ich dafür wahrscheinlich zu jung bin. Also die Ausreden werden ja immer interessanter. Ja, gut, das liegt ja nicht an mir. Naja, Sie sind natürlich nicht derjenige, nein, nein. Das ist immer die böse Mama Merkel. Das habe ich nicht gesagt. Ja, aber gedacht. Auch nicht. Aber Sie interessieren sich ja für das Fahrrad und nicht für mich. Das eine geht mit dem anderen hinher. Ja gut, also dann müssen Sie sich entscheiden. Ja, Sie hatten immerhin jahrelang Ihre Puperze auf dem Sattel. Bitte? Wie bitte? Können Sie das bitte nochmal wiederholen? Ungern. Dann müssen wir uns irgendwie anders verständigen. Was halten Sie von einer gemeinsamen Reise nach Mexiko? Davon halte ich gar nichts. Das versaut mir gerade den Sonntag. Tja, ist auch Samstag. Ach so, ja stimmt. Sorry, ich bin ein bisschen durch. Ja, was kann ich denn jetzt konkret für Sie tun? Ja, schönen guten AstraZeneca. Ich melde mich wegen Ihrer eBay-Kleinanzeige. Lol, jetzt kickt's. Ja, Sie sind ja ein Witzbold. Dankeschön. Man hat mich auch schon schlimmer bezeichnet. Na gut, das kann sein. Also Sie interessieren sich jetzt wirklich fürs Fahrrad oder... Ja, natürlich. Ich würde gerne diesen Sommer etwas aktiver werden. Ja, dann sollten Sie das Fahrrad kaufen. Wie bitte? Dann sollten Sie das Fahrrad kaufen. Ja, schönen guten Tag, ich melde mich wegen Ihrer eBay-Kleinanzeige des Fahrrades. Ja, das habe ich verstanden. Ist das noch zu haben? Das ist noch zu haben. Dann würde ich es gerne zeitnah erwerben. Ja, dann sagen Sie mir doch, wann Sie vorbeikommen wollen. 16.34 Uhr. Das können Sie gerne machen. Jetzt wären Sie am Zug. Gerechtigkeit gibt's nicht. Wie bitte? Hallo? Hallo? Also ich muss wirklich sagen. Steuern, ja, wir haben halt leider keine Schnittstelle, die das ermöglicht, aber ich habe da schon eine andere Idee, wie wir sowas machen können. Es wird langsam ein bisschen cringy, Bro. Allerdings, ja. Ich habe auch schon Zuhörer. Ach du meine Güte. Ja, ja, ich zeichne schon auf. Für wen? Wir haben ja einige Zuhörer, die interessiert das sehr, was sie sagen. Ach du meine Güte. Ja, ach du meine Güte, ja. Dann werde ich jetzt diese Leitung verlassen.
Das wäre vielleicht ganz gut, ja. Schönen Tag noch. Danke, gleichfalls.